Belletra, die Show ist heute Herta Däubler-Gmelin. Sie ist Justizministerin AD und ist im Bundestag und leitet dort den Ausschuss für humanitäre Hilfe und Menschenrechte. Und sie hat eine ganz tolle Internetseite, auf der man auch die vielen weiteren Tätigkeiten sieht, denn das ist ja schon, sage ich mal, ein Strauß bunter Vielfalt, mit dem Sie da beschäftigt sind tagtäglich. Ich finde, dass die Seite ausgesprochen umfangreich ist für eine Politikerin. Ist das inzwischen gang und gäbe oder sind Sie da wirklich noch eine Ausnahme? Also das weiß ich jetzt nicht, aber ich muss sagen, ich finde sie auch toll. Gemacht worden ist die ja von einer Studentengruppe der Hochschule für Bildende Künste in Berlin, weil die kamen mal zu mir vor einigen Jahren und haben gesagt, wir finden das, was Sie machen, toll, aber Ihre Homepage ist wirklich, die können Sie den Hasen geben. Und dann habe ich sie gefragt, was kostet es denn, wenn ihr mir eine macht? Und die haben die mir gemacht und ich fand die toll. Die hat immerhin den dritten Platz von allen Homepages, von allen Abgeordneten aus Bund und Ländern bekommen. Und das finde ich doch auch klasse, gerade auch für die jungen Leute. Wie viele Homepages sind da angeguckt worden, wissen Sie das? Ich glaube, über 1500. Also eine ganze Menge. Eine ganze Menge. Wie ist das mit den Texten auf der Seite? Schreiben Sie die selbst oder schreiben die andere? Ja, alle. Und die werden dann nur von Ihren Assistenten auf die Seite gestellt? Manchmal klicke ich sie auch selbst auf, das kann ich mittlerweile. Da kann man ja Berufliches und Privates nachlesen und unter anderem auch Reden, die Sie gehalten haben. Mhm. Was macht denn eine gute Rede aus? Ja, dass man sich auf die Leute einstellt, zu denen man redet. Das heißt, dass man nicht über ihre Köpfe hinweg redet, sondern dass man weiß, aha, jetzt rede ich mit Ihnen, das möchten Sie gerne wissen zu diesem Thema und das sage ich dann.